Muss ich schauen. War das hier? Ja, hier war das, aber dann komme ich nur auf die andere Seite. So, den besiege ich jetzt mal nicht, da komme ich so außen rum. Das ist okay. ...204 komme ich nicht rein, okay, ja, später. So, Fire Exit. Hm. Sie sind zerstört. There's no way I'm getting down there. Es gibt keinen Weg, um da runter zu kommen. Ich muss das die andere Seite des Gebäudes benutzen. Ja. Das heißt, wir müssen hier reingehen. Die Karte sagt hier und ich muss den kompletten Gang entlang gehen. Ich probiere mal hier langsam zu laufen oder zu gehen. 202. Wir sind in Apartment 202. Da ist sehr, sehr dunkel. Wir machen mal Licht kurz. Okay. Das Schloss ist ist kaputt. Ich kann es nicht öffnen. So. Wir müssen die blaue Pille aufheben. Okay, das heißt, wir können im Prinzip hier unsere, ja, unseren Kollege, diese Figur wieder rufen. So, was haben wir hier? Wir haben hier wieder so ein komisches Zeug. Sieht aus wie eine, ja, Explosions, Bombsite. Okay, was haben wir hier? Look at door. Das Monster da durch... Was? The monster through there is dead. Das Monster ist tot. Ich hab's getötet. Was? Woher weiß ich das jetzt? Das macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Hier komme ich nirgends rein. Sprich, es ist auch keine Chance, irgendwie einen Spiegel hier zu finden. Was ist das? Grüne Pille. Okay, auf geht's. Block bei Debris. Was ist denn ein... Super, jetzt komme ich hier auch nicht durch. Was soll ich jetzt machen? So, Apartment 202. Ja. Habe ich was dabei, um dieses Schloss zu knacken? Ich probiere mal wieder unser Freund die Schere. Use. Ja. Nein. So, kann ich das jetzt zerschnibbeln? Super. Ich kann hier nichts machen. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Ja. I can't get through this way. Ja, wie soll ich dann hier vorbeikommen? It's too dark. Warum's? Hm. Hier ist irgendwas an der Wand, aber er macht nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Let's take a peek inside. Ach, ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Ein anderes verdammtes Loch. Nun, ich bin verdammt. Tja. Where's this one gonna take me? Wo führt dieses Ding? Wo führt dieses mich hin? Tja. Oh mein Gott. Look at oven. Hey, there's more of those meat chunks in there, okay? Achso, ich hab schon welches. Ich hab zu viel, wo ich schon tragen kann. Flash. Was ist das hier? It's skin? What the.
Was zur Hölle ist das Ding? Es sieht aus, als würde es über einem anderen Loch sein. Ich schätze, ich brauche etwas, um durchzukommen. Ah, ich glaube, dafür benötige ich... Oh, ich habe eine Dose mit Bohnen. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder... Oh Mann. Okay, ich kann diese Tür nicht öffnen. So. Diese Haut werde ich jetzt zerschneiden. Ja. Ich glaube, ich sollte hier auch mal langsam gucken, dass ich hier wieder schlafen gehe. Hier habe ich noch eine Batterie. Use. I need to take the old ones out first. Oh, was? Was willst du denn noch alles von mir? So, wo ist die Batterie? Wo ist denn die Taschenlampe? Hier. So, wir machen, Mist. Ich sag ja, ich stehe momentan mit dieser Steuerung noch ein bisschen auf Kriegsfuß. So, hier, Battery. Okay, I'll put some new batteries in. Ja, vielen Dank. So. Nothing special. Okay. So. Ich mache hier aus und benutze hier mal... Nein, nicht die Pistole. Mann. Das habe ich geschafft. Ich sag ja, das ist ein bisschen doof. So, hier bitte. Use. Cut. Oh Mann. Muss ich wirklich da durch? Nun. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen unwohl. Oh nein. Wo bin ich? Was mache ich hier? Oh nein, hier bin ich. It must be broken. Okay, wir haben hier wieder ein Versteck. Dann kann ich hier vorbeigehen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich warten. Das ist zu knapp. Ich komme hier nicht vorbei. Oh, hier komme ich durch. Oh, ich komme hier durch. Wo bin ich denn? Ach, da oben bin ich jetzt. Aber bei dem Zombie liegt noch irgendwas rum, habe ich gesehen. There better be no more monsters in there. Okay. Ein Soda. Okay. Pick up Instant Coffee. Ah, und Instant Coffee. Sehr gut. Tja, aber was bringt's mir? Ah, ein Spiegel. Ein Spiegel. Sehr schön. Wir gucken tief hinein. So, ich glaube, es macht Sinn, hier mal wieder zu speichern. Mal ganz kurz. Was? Ja. Ich muss was essen. So, dann essen wir mal. Oh. Okay. Kaffee 10-mal. Wir essen mal die Bohnen, hätte ich jetzt gesagt. Ach, wir müssen... Ach, die können wir kochen. Moment mal. Dann mach... Lass uns doch das kochen. Warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Ich glaube, hier drin war es. Ja, hier war die Küche. Achso, ich kann den Herd nicht benutzen. Mist. Ich kann sie nicht kochen. Das geht nicht. Ich habe, kein Gas in der Gasflasche. So, was haben wir denn noch genommen? Im Prinzip nur Bohnen und Kaffee. Wir trinken mal.
Juice? A can of soda. Hm. I need to find something that's going to cool it. Was? It would be a big letdown to drink it at room temperature. Ach so. Hier. Ja, dann stell doch das Getränk hier wieder rein. So, wir machen mal hier Soda. Juice. Hm. Ah, ich stehe doch gerade vor dem... Hallo, hier ist doch der Kühlschrank. Was ist los? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Drink, look at. Ja. Dann halt nicht. Achso, wir pennen mal kurz. Sleep. So, gespeichert ist auch, das ist sehr schön. Wir gehen nochmal mit dem Spiegel zum letzten Punkt. Ja, hier war es. Mhm. Let me out of here. Was? Wer hat das gesagt? Eine Stimme eines Mädchens. Es hat sich so angehört, als würde es aus dieser Wand kommen. Oh, Handgun Ammo, sehr schön. I got the Handgun Ammo. Sehr schön, ich habe wieder Munition bekommen. So, da schauen wir nochmal, was haben wir denn? Da ist der Spiegel. Wir können hier noch durch die Tür gehen. Oh oh. Sollte ich den mal besser besiegen? Ja, wahrscheinlich besser, aber okay. Wo bin ich? Abstellkammer oder was? Ah, talk to her. Ich bin hungrig. Ja, ich auch. Hallo? Wie bist du hier reingekommen? Bist du okay? Wie kriege ich dich hier raus? Wer hat dir das angetan? Warum bist du hierher gekommen? Ich wollte nie, dass du mich findest. Nicht so. Was meinst du? Ich war hier noch nie. Wer bist du überhaupt? Ja, das stimmt. Ich bin niemand. So. Lass mich allein. Nein! Hm? Was? Ich hab's nicht lesen können, es ging zu schnell. Hey, was ist das? Da ist eine Business Card auf dem Boden. Okay. Ich frage mich, was das hier macht. Read it now, ja. Let's see. Business Card. The Director. Der Direktor. Was? Acquisitions. Okay, etc. Frequency 102,5. Okay. Ah. Ich schätze, ich sollte diese Radiofrequenz einstellen. Achso, ja, das ist die Radiofrequenz. WB.
Ich werde es versuchen, wenn ich das nächste Mal das Radio benutze. Waschmaschine braucht noch 10 Minuten. Immerhin. Das ist ja absehbar. So. Nochmal auf die Karte schauen. Okay, da ist der Spiegel. Da kann ich raus. Sprachkurse mit auskennt. Am besten nicht. Manchmal raff ich es auch selbst nicht und ich übersetze es dann halt frei. Aber ich denke, man versteht es trotzdem. Bei manchen Sachen tue ich mir aber auch schwer. Weil es halt aus dem Kontext weiß ich es dann halt dann schon eher, als wenn die Worte dastehen. So, ich kann hier raus, oder? Ja. Aber irgendwo war doch noch ein Raum. Hier, der hier. Da steht noch irgendwas da hinten. Ich habe das gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich drankomme. So. Oh mein Gott. Das ist ja ganz gefährlich hier. Ich verstecke mich. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, auf der anderen Seite. Jawohl, hier komme ich durch. Das ist sehr schön. Komme ich auch auf der anderen Seite wieder rüber? So, my place is just through that other door. So, genau, da ist mein Zuhause da drüben. I should probably get some rest while I'm here. Okay, ich muss hier ein bisschen mich ausruhen, wenn ich schon mal hier bin. Komme ich jetzt hier wenigstens rein? So. I've unlocked it at last. So, ich habe es aufgemacht. Now I can get back home a lot easier. Das ist sehr schön. Ich komme jetzt viel leichter zurück. Gott sei Dank. Home again. Speichern. Wir schlafen. Und es ist dann schon Tag 4, wenn ich das richtig sehe, oder? Tag 5 sogar, okay. Ach so, hier sind wir jetzt beim Radio. Ich glaube, ich kann die Frequenz mal benutzen. Time to eat, ich hab doch nix. Aber wenn der noch länger vom Essen redet, muss ich hier wirklich Schluss machen, weil ich habe wirklich Hunger. Let's see if I can get anything. Ja, wir haben doch diese Frequenz. Wir gucken mal, was der Direktor sagt. Ich habe etwas Spezielles in Store for you today, im Angebot für dich heute. Was? Inquire within? Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Apartment 204. Das ist das Ende der Nachricht. Ich schätze, ich sollte das mal auschecken. Was? Du hast Fried Potatoes for Lunch? Das ist natürlich sehr gut. Ich hätte auch gerne Pommes. So, 204 at the end of the hallway. Da war ich doch. Oh nein, muss ich jetzt schon wieder hier. Ich wollte doch die Treppen benutzen. Oder Fried. Oder gekochte. Hast du gekochte Kartoffeln oder sind's Pommes? Bratkartoffeln, würde ich gerade sagen. Fried ist noch ein bisschen anders. Pretty sure the door was locked before. Ja, genau. Diese Tür war doch verschlossen. Tja, was willst du machen? Dann gehen wir da hin. Da ist man doch neugierig. Bratkartoffeln, auch sehr lecker. Ich krieg Hunger. Das ist gemein. So, wir gucken mal da rein. Ach Mist, ich glaube, der benutzt immer nur den Spiegel, den wir als letztes angeschaut haben, oder? Ja, leider. Mist, ich muss da so hingehen. Oh, nervig.
Hier geht's raus. Ja, ist halt irgendwas. Ich glaube, wenn ich Schwierigkeitsgrad auf schwer gemacht hätte, müsste ich wirklich die ganze Zeit essen. Vermute ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Bin ich hier richtig? Ja, ich muss hier durchgehen. Gott sei Dank bleiben die Zombies auf dem Boden liegen, wenn ich sie einmal erledigt habe. Das ist das einzig Gute an der ganzen Sache. So, ich kann jetzt hier, glaube ich, durchgehen, oder? 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 Ach so, ah nee, ich kann dieses Loch hier nicht, nee, das mache ich glaube ich gar nicht. Ich muss hier raus und dann die andere Tür benutzen. Ich glaube hier muss ich rüber. Strange, someone's unlocked it. Komisch, irgendjemand hat's aufgesperrt. So, Apartment 204. Ich versteck mich. Gut, dass wir das machen können. So, wir schauen uns die Zeichnungen an. Ich mag diese Bilder. Sie sind schön. I wonder who she is. Ich wundere mich, wer sie ist, oder ich frage mich, wer sie ist. Oh, was haben wir jetzt für Musik auf einmal? Wenn der sich nicht immer über seinen Hunger beschweren würde. Okay. Ich laufe hier im Dunkeln rum. Oh, was ist das für einer? Talk to the director. Okay. Du bist ein Mensch. Man, I'm pleased to see you. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wie ist dein Name, Freund? Some call me the director. Manche nennen mich den Direktor. Ich kann es dir aber nicht erzählen, warum. Ich könnte es dir nicht erzählen, warum. Did you survive the end? Ja. Wie hast du hier drin überlebt? Hier ist gar nichts in dem Apartment. Ich habe meine Mittel und Wege. May even be able to help some. Möchtest du jemand helfen? So irgendwie? Aber ich würde mir ein bisschen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie ich überlebe. Wie meinst du das? Genau. Das ist ja eine tolle Antwort jetzt gewesen. So, was ist hier drin? Was? I give up? Was, ich gebe auf? You're telling me you are some kind of survival expert. Du erzählst mir also, du bist eine Art Überlebensexperte. For all I know, you are not even real. Von allem, ich weiß, bist du nicht real? You got a lot of nerve, you know. Was? Hold on a minute. Warte mal.
I've been seeing all kinds of things. Ich sehe alle Arten von Dingen. Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit, if it's the disease that's doing that. Ich weiß nicht, ob es die Krankheit ist, die das tut. Ich bin nur noch am Leben, weil ich die ganze Zeit in meinem Apartment war. Und wie ist es bei dir? Ich habe keine Idee, ich habe keinen Schimmer, wie du überlebt hast. Nun. Wie war das? Your furtive image. Ich könnte Teil deiner deiner Vorstellung sein. Ich könnte es nicht richtig sagen. But I reckon I'm here, alright. Okay. Sicher, solange wie die Nacht. Hä? So irgendwie. Ich bin etwas verwirrt mit diesem Englisch. But as far as survival goes, aber soweit das Überleben geht. Fox used to say it's all about keeping your brain in shape. Leute sagen, es ist alles nur eine Frage, wie du dein Hirn in Schuss hältst. Also nicht durchdrehen oder sowas. I'm still learning myself. Du wirst auch von Zeit zu Zeit lernen. Ja, Sir. Wie auch immer. Hör zu. Was? I like to forage for things? Was heißt das jetzt schon wieder? Got some... I don't have much use for. Ich habe einiges, wo ich nicht unbedingt brauche. You can have this saucepan. Okay. Soße und Pfanne. Und ich habe möglicherweise noch besseren gutes Zeug für dich später. So keep your ears on the radio, kid. So behalte deine Ohren mal am Radio. Okay. If you catch my meaning, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Es ist auch gut, ein paar Snacks zwischen Mahlzeiten zu essen. Oh ja, das kennt man gut. So here's something to sustain yourself. Okay, was hat er mir gegeben? Sliced cheese and crackers. Ah, okay. Danke. I used to live on these. I'll be seeing you. Die Welt gehört dir. Vergiss das nicht, Sohn. Feel close to collapsing. Achso, jetzt habe ich wieder Hunger auf einmal. Okay, ich gehe mal hier wieder zurück. Ins Apartment, würde ich jetzt sagen. Ich heb mir das Essen jetzt mal kurz noch auf. Kann ich hier rein? Tatsächlich. Ah, I got some kind of gas tank. Ich habe wieder ein bisschen von Gas. Vielleicht kann ich das in meinem Apartment benutzen. May even have some food I can't cook. Ja. Ja, ich bin erschöpft. Look at chalk markings. So, it's a girl. Es ist ein Mädchen, das hier gemalt wurde mit Kreide. Warte, sie hat Flügel? Ein Engel möglicherweise? Okay, gehen wir mal zurück. War ich jetzt hier schon überall? Okay, hier kann ich mich verstecken.
Tja, vielen Dank, vielen Dank. Ach so, Moment, wo bin ich denn? Ach, hier drüben. Deswegen. Stimmt, ich bin ja auf der anderen Seite. Ich muss aber noch hier rein. Moment mal kurz. Ich kann doch hier... Hier rein, so. Ach so, das war hier mit dem Typ, ja, natürlich. Aber gibt's hier noch was? Weil das Fragezeichen ist immer noch da auf der Karte. So, was kann ich noch was? I don't have anything for y'all this time. Okay, best we can be back. Ja, ich komme ja wieder. Tschüss. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Apartment und kochen uns was Schönes, wenn das geht. Gab's hier noch was? Ja, hier gab's noch was. Was? Tschüss. Was? Der kann auf die an die Decke springen? Das ist doch nicht normal. Ich glaube, ich gehe wieder. Das macht mir Angst. C. Das heißt, ich muss hier rüber, ne? War doch hier. Nein! Ah, ich werde noch verrückt mit diesen ganzen... Ja, aber so ist das Spiel. Das ist eine ganz andere Machart. Naja, es gibt ja so... Es gibt ja mehrere solche Spiele. Aber ich habe schon lange nicht mehr so eins gespielt. So, jetzt gehen wir mal in die Küche und kochen uns was. It's locked. I need the key to... Hä? Ah, okay. Hier. Use stove. My stove. I don't remember. Ja, ja, ja. So, jetzt. Wir benutzen den mal. Ha, wunderbar. Sehr schön. Den alten ersetzt. Jetzt können wir uns Sachen kochen. Was sind die besten Nachrichten? No, it's the best news ever. Ja, es ist die beste Nachricht überhaupt. So, dann lass mal gucken. Wir haben noch... Ja, wir needen some rest, ich weiß. So, Cheese Crackers. Was ist das? Sliced Cheese. Wir kochen uns aber mal hier diese... Wo sind denn die Bohnen? Wir hatten doch noch Bohnen dabei. Hier. Kochen. I need a can opener to... Ach komm, willst du mich verarschen? Das habe ich alles noch nicht. Stimmt, wie... Aber eigentlich ja logisch. Ich habe ja nur die Dose. Wie soll ich die sonst aufmachen? Ah, das ist blöd. Ich habe doch aber auch noch diese Pfanne gekriegt, oder? Oder diesen Topf. Use. I use it when I need to cook something. Ja, hallo, das habe ich vor. So, dann nochmal. Wir haben hier Scheibenkäse. Combine. Ah, wir können kombinieren mit... Mit was? with rotten meat, genau. Also wenn ich jetzt ein Stück Brot hätte, würde ich es mit Brot kombinieren, aber hier habe ich nichts. Hier zurück. Ich möchte nicht. Hallo? Ja. Ja, okay, das heißt, ich komme hier trotzdem noch nicht weiter. Hm, das ist blöd. Wir brauchen einen Can-Opener. Habe ich nicht noch irgendwas? Kann ich hier die Schere nehmen? So, das. Use.
Ja, okay. Ich kann das aber auch nicht kombinieren oder sowas. Ich glaube, ich muss die anderen Räume nochmal durchsuchen. Da waren nämlich noch ein paar. Da, wo dieses Viech auf der an der Decke war, da könnte ich eventuell nochmal reinschauen. Dann muss ich halt wirklich schauen, dass ich das Viech auch von der Decke hole. So, wie kriege ich das weg? So. Aber ich krieg halt wirklich Hunger gerade. Das ist nicht normal. So. Wir machen mal das hier. Dann machen wir hier schlafen. Sleep now, ja, bitte. Ach Gott, ich sehe auf der... Oh, die Zeit. Oh, es sind ja schon wieder 2 Stunden. Kein Wunder, und es ist 12:30. Kein Wunder, dass ich Hunger bekomme. Also... ich würde sagen, ich mache hier aber auch mal Ende. Dann gehe ich wirklich mal was essen. Und dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Und wir dann sagen, wir schauen uns nächstes Mal nochmal den Raum an, wo dieser Zombie drin ist. Und noch ein paar andere Räume, wo wir, glaube ich, auf diesem Stockwerk noch gar nicht haben. Ja, dann würde ich sagen, ja, was, 13 Stunden sind lang? Warum 13 Stunden? Ja, ja, nee, 13 Stunden wollte ich jetzt nicht streamen, also wenn du das meinst. Oh, Gamma-Wert. Nein, ich wollte den Gamma-Wert nicht hochdrehen. So. Okay. Ja, das habe ich, glaube ich, letztes Mal sogar gesehen bei dir. Das ist dein Rekord. 13 Stunden sind echt lang. Boah, aber ich glaube, ja. Da bin ich, glaube ich, noch weit davon entfernt. Da brauche ich echt mal richtig viel Zeit, dass ich mal sowas machen kann. Und dann halt auch ein Spiel, wo ich das durchziehen kann. Gut, aber wie gesagt, dann nächstes Mal geht's hier weiter mit Lone Survivor. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Es ist ein bisschen älter, das Spiel, wie gesagt. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Das schiebe ich schon ewig vor mir her. Gibt's, meine ich, aber auch für Konsole und für das Handy, meine ich sogar, und für das Tablet. Inzwischen. Ja. Aber wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.